Erster Teil. Rapture, erstes Zeitalter. Der Parasit hasst drei Dinge. Freie Märkte, den freien Willen und freie Männer. Andrew Ryan. Punkt 1. Park Avenue, New York City, 1946. Beinahe ein Jahr später. Bill McDonough fuhr mit dem Fahrstuhl hinauf zum obersten Stockwerk des Andrew Ryans Arms. Doch es kam ihm vor, als würde er tief in das Meer einsinken. In der einen Hand trug er eine Schachtel mit Installationsbedarf, in der anderen einen Werkzeugkasten. Der Chef der Sanitärfirma hatte ihn so überhastet losgeschickt, dass er nicht einmal den verfluchten Namen des Kunden kannte. In Gedanken war er jedoch ohnehin noch bei seinem Vorstellungsgespräch. Es hatte in einem kleinen Bürogebäude in Lower Manhattan stattgefunden und er hatte sich den Morgen freigenommen, um sich als Assistent eines Ingenieurs zu bewerben. Die Bezahlung wäre anfangs noch recht mau gewesen, doch hätte diese Arbeit ihn in eine vielversprechende Richtung geführt. Man war ihm mit einem Mindestmaß an Interesse begegnet, als er das Ingenieurbüro Feben, Leiber und Quiffe betreten hatte. Die beiden Personen, die sich mit ihm unterhalten sollten, einer davon Feben Junior, waren arrogante Vollidioten gewesen. Sie hatten bereits einen gelangweilten Eindruck gemacht, als sie ihn hereinbaten. Und das winzige Fünkchen Interesse an ihm erlosch vollkommen, als er begann, über seinen familiären Hintergrund zu sprechen. Er hatte sein Bestes gegeben, sich typisch amerikanischer Redewendungen zu bedienen und seinen Akzent zu unterdrücken. Aber er war dennoch deutlich zu hören gewesen. Das wusste Bill. Sie suchten einen eleganten jungen Kerl mit einem Abschluss der New York University. Keinen nichtsnützigen Cockney, der von einer Ingenieursschule in East London abgegangen war. Nachdem sie sich von ihm verabschiedet hatten, hatte Bill durch die Tür gehört, wie sie sagten, noch so ein englischer Zangenschlepper. Na schön, dann war er eben ein Zangenschlepper und Mechaniker, der sich seit kurzem als freiberuflicher Auftragsinstallateur durchschlug, der die schmutzige Aufgabe übernahm, an den Abflüssen der oberen 10.000 herumzuschrauben. Jetzt gerade fuhr er zum Penthouse eines weiteren dieser reichen Schnösel hinauf. Für so etwas musste man sich nicht schämen. Leider ließ sich damit gerade nicht viel verdienen. Er übernahm Aufträge für das Sanitärsunternehmen Schinowski und es würde noch lange dauern, bis er genügend Geld zusammengespart hatte, um eine eigene Firma zu gründen. Hin und wieder heuerte er zwar einige Männer an, doch das war nicht das große Auftrags- und Ingenieursunternehmen, das er sich vorstellte. Zudem hatte Marie-Louise keinen Zweifel daran gelassen, dass sie keinen besseren Klempner heiraten wollte. »Ich habe genug von Kerlen, die glauben, sie könnten das Gras wachsen hören, bloß weil sie in der Lage sind, eine Toilette zu reparieren«, hatte sie gesagt. Ein hübsches Ding aus der Bronx war sie, diese Marie-Louise Fensen, wenn auch nicht gerade die hellste. Vermutlich hätte sie ihn irgendwann ohnehin in den Wahnsinn getrieben. Kaum, dass er wieder zu Hause gewesen war, hatte auch schon das Telefon geklingelt. Bud Schinowski, der ihn anmeldete, er sollte seinen Hintern gefälligst zu einer Adresse in der Park Avenue in Manhattan bewegen. Das Wartungspersonal war unauffindbar. Vermutlich betranken die Männer sich gerade irgendwo. Und der Bonze im Penthouse brauchte, so schnell wie du deinen faulen Arsch darüber schaffen kannst, einen Installateur. Es geht um die Anschlüsse in drei Badezimmern. Also bring deine hirnverbrannten Schraubendreher gleich mit. Bill hatte darauf Roy Finn und Pablo Navarro angerufen und ihnen gesagt, sie sollten umgehend zu der Adresse fahren. Dann hatte er seinen schlechtesten Anzug ausgezogen und war in seinen grauen, mit Schmierfettflecken übersäten Overall geschlüpft. »Englische Zangenschlepper«, hatte er gemurmelt, während er ihn zuknüpfte. Nun war er hier und er wünschte sich, er hätte sich die Zeit für eine Zigarette genommen, bevor er das Gebäude betreten hatte. In einer schicken Wohnung wie dieser konnte man ohne Erlaubnis nicht einfach so rauchen. Mit düsterer Miene trat er aus dem Aufzug in das Vorzimmer des Penthouse. Der Werkzeugkasten klapperte an seiner Seite. Der kleine, holzgetäfelte Raum war nur unwesentlich größer als die Kabine des Lifts und es gab daran nichts außer einer kunstvoll gearbeiteten Mahagonitür mit Messingknauf, in die ein Adler hineingeschnitzt war, und einem kleinen Metallgitter direkt daneben. Bill drehte den Knauf, verschlossen. Er zuckte mit den Schultern und klopfte. Während er wartete, überkam ihn ein leichtes Gefühl der Platzangst. »Hallo?« rief er. »Ich bin der Installateur!« »Von Schinowski. Hey!« »Immer schön höflich bleiben, du Idiot«, rief er sich zur Ordnung. »Hallo!« Ein knistertes Geräusch drang aus dem kleinen Metallgitter, gefolgt von einer tiefen, kraftvollen Stimme. »Sie sind der andere Klempner, nehme ich an.«
Bill beugte sich vor und sprach laut in das Gitter. »So ist es, Sir.« »Es ist nicht nötig, in die Sprechanlage zu schreien.« Ein Klicken erklang aus der Tür, aber zu Bills Überraschung schwang sie nicht nach innen auf, sondern glitt bis zum Knauf in die Wand. Er sah eine Laufschiene auf dem Boden und am Rand der Tür einen Stahlstreifen. Also bestand sie nur außen aus Holz und der Kern aus Stahl. Ganz so, als hätte der Mann, der hier wohnte, Angst, jemand könnte versuchen, eine Kugel durch sie hindurch zu jagen. Auf der anderen Seite des Eingangs war niemand zu sehen. Bill blickte in einen Korridor, der ausgelegt war mit einem Teppich und dekoriert mit erlesenen alten Gemälden. Eines der Werke stammte vermutlich von einem holländischen Meister, wenn ihn seine Erinnerungen an die Besuche im britischen Museum nicht trogen. Eine Tiffany-Lampe stand auf einem reich mit Intarsien verzierten Tisch und glühte wie ein Edelstein. »Dieser feine Pinkel muss jede Menge Kohle haben«, dachte Bill. Er ging den Gang hinab in ein großes, vornehm eingerichtetes Wohnzimmer. Luxuriöse Sofas, ein großer Kamin, in dem kein Feuer brannte, weitere wertvolle Gemälde und edle Lampen. In der Ecke stand ein großes Piano, dessen Holz so auf Hochglanz poliert war, dass er darin sein Spiegelbild sehen konnte. Auf einem kunstvoll geschnitzten Tisch prangte ein gewaltiger Strauß frischer Blumen in einer alten chinesischen Vase aus Jade. Es waren Blumen, wie Bill sie noch nie zuvor gesehen hatte. Und dann waren da noch die anderen dekorativen Gegenstände auf den Tischen. Bill starrte gerade eine Lampe an, die aussah wie eine goldene Skulptur. Eine Satyr, der eine leicht bekleidete Frau verfolgte, als rechts von ihm plötzlich eine schneidende Stimme erklang. »Die beiden anderen sind bereits hinten bei der Arbeit. Vom Hauptbadezimmer geht's dort entlang.« Als Bill sich zu dem Mann umdrehte, der ihm im Durchgang zum nächsten Zimmer stand, wandte dieser sich bereits wieder ab. Er trug einen grauen Anzug und hatte sein pomadeglänzendes Haar nach hinten gekämmt. Vermutlich der Butler. Im Hintergrund konnte Bill schwach die beiden anderen Klempner hören, die sich über irgendwelche Anschlüsse stritten. Er passierte den Durchgang, während der Mann in dem Anzug zu einem klingelnden Telefon aus Gold und Elfenbein hinüberging, das vor einem großen Fenster mit Blick auf die imposanten Türme von Manhattan stand. Diesem Fenster gegenüber befand sich ein Wandgemälde, dessen geschwungene Linien dem modernen industriellen Stil folgten und stämmige Männer zeigten, die einen Turm erbauten, der aus dem Meer heraufragte. Überwacht wurden die Arbeiter auf dem Wandgemälde von einem dünnen, dunkelhaarigen Mann, der einen Bauplan in den Händen hielt. Bill blickte sich nach der Toilette um und entdeckte schließlich am Ende eines Gangs das glänzende Metall und die weißen Kacheln eines Badezimmers. »Dort liegt mein Ziel«, dachte er verbittert. »Das Scheißhaus. Ein feines Scheißhaus mag es sein. Eins von dreien. Ihre WCs in Ordnung zu halten, ist mein Schicksal.« Doch dann riss er sich zusammen. »Jetzt kein Selbstmitleid. Bill McDonald, das sind die Karten, die das Leben dir auf die Hand gegeben hat. Also mach das Beste draus. So, wie dein Paar es dir beigebracht hat.« Er ging auf die Tür zu, hinter der der Gang zum Badezimmer lag. Doch nun begann der Butler ins Telefon zu knurren und die Eindringlichkeit in seiner Stimme erregte Bills Aufmerksamkeit. »Aisley, keine Ausflüchte. Wenn Sie nicht mit diesen Leuten fertig werden, dann suche ich mir jemanden, der den Mut dazu hat. Ich werde jemanden finden, der es fertig bringt, diese Meute hungriger Köter zu verscheuchen. Wenn Sie sich an mein Lager heranwagen, werden Sie es nicht unbewacht vorfinden.« Der scharfe Tonfall war es, der Bills Neugier weckte. Aber da war noch etwas anderes, das ihn aufhorchen ließ. Er hatte diese einprägsame Stimme schon einmal gehört. In einer Wochenschau vielleicht? An der Tür hielt er inne, um dem Mann, der das Telefon an sein Ohr presste, einen kurzen Blick zuzuwerfen. Es war der Mann von dem Wandgemälde, der mit dem Bauplan. Er drückte seinen Rücken durch, war vermutlich Anfang 40, von mittlerer Größe, mit einem in zwei dünne, gerade Linien geteilten Schnurrbart, der perfekt die dunklen Striche seiner Augenbrauen ergänzte, und einem markanten, gefurchten Kinn. Der Anzug, den er trug, war beinahe identisch mit dem auf dem Gemälde, dazu dieses starke, konzentrierte Gesicht. Es war ein Gesicht, das Bill aus den Zeitungen kannte. Denn den dazugehörigen Namen hatte er über den Eingang dieses Gebäudes gelesen. Doch nie hätte er daran gedacht, dass Andrew Ryan hier tatsächlich wohnen könnte. Diesem Magnaten gehört ein erheblicher Teil in der amerikanischen Kohlevorkommens, die zweitgrößte Bahngesellschaft des Landes und Ryan Oil.
Bill hatte sich stets vorgestellt, dass solche Leute ihre Tage damit verbrachten, auf ihrem Landsitz Golf zu spielen. »Steuern sind Diebstahl, Aisley. Nein, das ist nicht nötig. Ich habe sie gefeuert. Ab heute habe ich eine neue Sekretärin. Ich habe jemanden von der Rezeption befördert. Eine Elaine so und so. Nein, ich will niemanden aus der Buchhaltung. Genau dort liegt ja das Problem. Diese Menschen sind nur am Geld interessiert und kennen keine Diskretion. Manchmal frage ich mich, ob es überhaupt jemanden gibt, dem ich vertrauen kann. Nun, von mir werden Sie auf jeden Fall keinen Penny mehr bekommen, als unbedingt notwendig ist. Und wenn Sie sich nicht darum kümmern können, werde ich mir einen Anwalt suchen, der es kann.« Ryan donnerte den Hörer auf die Gabel und Bill beeilte sich, zum Badezimmer weiterzugehen. Die Toilette stand bereits an der richtigen Stelle, war jedoch noch nicht vollständig angeschlossen. Es war eine ganz gewöhnliche Standardtoilette, ohne goldenen Sitz oder dergleichen. Es sah aus, als würden im Großen und Ganzen lediglich eine passenden Verbindungsmuffen fehlen. Dafür drei Männer herzuschicken, war eine offensichtliche Zeitverschwendung. Aber diese vornehmen Kerle wollten es ja am liebsten alles schon gestern erledigt haben. Während er arbeitete, konnte er hören, wie Ryan in dem Zimmer jenseits des Ganges auf und ab marschierte und hin und wieder etwas vor sich hin murmelte. Bill kniete gerade neben der Toilette und schraubte mit der Zange eine Rohrverbindung fest, als er sich plötzlich einer Gestalt bewusst wurde, die über ihm aufragte. Er blickte hoch und sah Andrew Ryan neben sich stehen. »Ich wollte Sie nicht erschrecken.« Ryan verzog die Lippen zu einem unmerklichen Lächeln und fuhr fort. »Ich bin nur neugierig, wie Sie hier vorankommen.« Bill war überrascht, dass ein Mann, der so weit über ihm stand, so ungezwungen mit ihm redete. Sein Tonfall war nun ein völlig anderer. Hatte er vor einigen Minuten noch wütend in den Telefonhörer gezischt, schien er nun völlig ruhig und in seinen Augen funkelte echtes Interesse. »Das geht recht zügig, wird nicht mehr lange dauern.« »Sind diese Verbindungsteile, die Sie da benutzen, aus Messing?« »Ich glaube, die anderen Männer benutzen Teile aus Zinn.« »Ich werde es überprüfen, Sir«, sagte Bill, der sich nun nicht mehr so sehr darum kümmerte, welchen Eindruck er machte. »Ich will nicht schließlich alle 2 Wochen Ihr Klo reparieren müssen. Zinn ist nicht gerade zuverlässig. Falls Sie jetzt Bedenken wegen der Kosten haben, dann berechne ich Ihnen das Messing für den Preis der Zinnteile. Keine Sorge also, guter Mann.« »Und warum sollten Sie so etwas tun?« »Nun, Mr. Ryan, wenn Bill McDonald sich um ein Badezimmer kümmert, gibt es da keine undichten Stellen.« Ryan blickte ihn aus schmalen Augen an und rieb sich das Kinn. Schließlich zuckte Bill mit den Schultern und widmete sich wieder den Rohren. Er war verwirrt und beinahe glaubte er, die Intensität von Ryans Persönlichkeit als Brennen in der Luft zu spüren. Er konnte das Eau de Cologne des Mannes riechen, teuer und dezent. »So, das wär's«, sagte er, als er das Verbindungsteil mit der Zange ein letztes Mal anzog. »So dicht wie ein U-Boot, diese Rohre zumindestens.« »Sie meinen, Ihre Arbeit ist erledigt?« »Ich werde mal sehen, wie die anderen beiden vorankommen, aber ich schätze, wir sind so gut fertig, Sir.« Bill erwartete, dass Ryan wieder davonging, um sich seinen eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Doch der Magnat blieb neben ihm stehen und sah zu, wie Bill das Wasser wieder anstellte, die Rohre noch einmal abtastete und dann seine Werkzeuge und die übrigen Teile säuberte. Anschließend zog er den Rechnungsblock aus der Tasche und kritzelte etwas auf das Papier. Es war keine Zeit für einen Kostenvoranschlag gewesen, so dass er berechnen konnte, was er wollte. In solchen Momenten wünschte Bill, er wäre der Typ, der die Rechnungen aufbauscht. Schließlich musste er einen Teil des Geldes an Schinowski abtreten und außerdem war Ryan reich. Aber er brachte so etwas einfach nicht fertig. »Aha«, machte Ryan, als er mit hochgezogenen Augenbrauen die Rechnung betrachtete. Bill wartete schweigend. Er fand es merkwürdig, dass Andrew Ryan, einer der reichsten, einflussreichsten Männer in Amerika, sich persönlich mit einem Klempner befasste und die Rechnung überprüfte. Doch da stand Ryan und blickte erst auf das Blatt Papier, dann zu Bill hinüber. »Das ist ein sehr vernünftiger Preis«, sagte der Magnat schließlich. »Sie hätten die Arbeit in die Länge ziehen oder die Rechnung aufblähen können. Die meisten Menschen denken doch, dass sie wohlhabende Leute ausnutzen können.« Bill fühlte sich ein wenig beleidigt. »Ich will bezahlt werden, Sir, und ich hätte nichts dagegen, gut bezahlt zu werden, aber nur für die Arbeit, die ich auch geleistet habe.« Wieder dieser Anflug eines Lächelns, das kurz über Ryans Lippen huschte und sofort wieder verschwunden war. Dazu dieser scharfe, forschende Blick. »Ich sehe, ich habe einen wunden Punkt getroffen«, sagte er. Bill zuckte mit den Schultern.
sammelte sein Werkzeug ein und ging in den Raum mit dem Wandgemälde zurück. Er erwartete, dass ihm dort einer von Ryans Untergebenen den Scheck überreichen würde. Doch es war Ryan selbst, der ihm das Stück Papier hinhielt. »Danke, Sir.« Bill nahm den Scheck, steckte ihn in die Tasche, nickte dem Magnaten zu, der ihn anstarrte, als wäre er verrückt, und ging dann rasch in Richtung Ausgang. Er hatte gerade das Wohnzimmer erreicht, als Ryan ihm nachrief, »Dürfte ich Ihnen vielleicht eine Frage stellen?« Bill hielt inne. Er hoffte, dass ein Ryan sich nicht als Schwuler entpuppte. Von Schwulen aus der Oberschicht, die versuchten, ihn zu einem kleinen Stelldichein zu überreden, hatte er genug. »Welche Grenzen sollten den Rechten eines Mannes gesetzt sein?« fragte Ryan. »Seinen Rechten, Sir? Seit wann stellte man einem Auftragsklempner philosophische Fragen?« Der Gettag war wirklich verrückt. McDonalds beschloss, jedoch mitzuspielen. »Rechte sind Rechte. Das ist, als würden Sie mich fragen, auf welchen Finger ein Mann verzichten kann. Ich für meinen Teil brauche alle 10.« »Das gefällt mir. Jetzt stellen Sie sich doch einmal vor, Sie verlieren einen oder zwei Finger. Was würden Sie tun? Dann könnten Sie doch nicht mehr arbeiten, oder? Sie hätten ein Anrecht auf Zahlungen vom Staat, nicht wahr?« Bill wägte das Gewicht seines Werkzeugkastens in einer seiner Hand ab, während er über Ryans Worte nachdachte. »Nein, dann würde ich nach einer Arbeit suchen, die ich mit 8 Fingern machen kann. Oder mit 4. Ich würde mich schon durchschlagen. Vermutlich würde ich mir wünschen, ich könnte meine Talente besser einsetzen. Das mag durchaus sein. Aber ich würde kein Almosen annehmen.« »Und welche Talente sind das?« »Nicht, dass ich Ihre Fähigkeiten als Klempner gering schätze. Sind das die Talente, die Sie meinen?« »Nein, Sir, nicht direkt. Ich bin eigentlich Ingenieur. Nichts Außergewöhnliches, Sie verstehen. Aber wenn ich könnte, würde ich gleich morgen mein eigenes Bauunternehmen gründen. Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, aber in meinem Kopf sehe ich Dinge, die ich gern bauen würde.« Bill brach ab. Es war ihm peinlich, dass er diesem Mann solch persönliche Dinge erzählte. Doch irgendwas an Ryan erweckte in ihm den Wunsch, sich zu öffnen und alles herauszulassen. »Ihrem Akzent entnehme ich, dass Sie aus England stammen. Aber Sie gehören nicht zum Landadel, nehme ich an.« »Das ist richtig, Sir.« Bill fragte sich, ob er nun wieder eine Beleidigung über sich ergehen lassen musste, und seine Stimme klang trotzig, als er hinzufügte. »Ich bin in der Nähe von Shepside in London aufgewachsen.« Ryan lachte trocken. »Sie sind empfindlich, wenn es um Ihre Wurzeln geht. Dieses Gefühl kenne ich. Sie müssen wissen, ich bin auch ein Einwanderer. Ich war noch sehr jung, als ich aus Russland herkam, und lehrte, meine Aussprache zu kontrollieren, um mich neu zu erfinden. Ein Mann muss aus seinem Leben eine Leiter machen, die er immer weiter hinaufklettern kann. Denn wenn man nicht aufsteigt, rutscht man die Sprossen wieder herunter.« »Aber wenn man nach oben klettert«, fuhr Ryan fort, wobei er die Hände in die Tasche seiner Jacke schob und sich nachdenklich umsah. »Erschafft man seine eigene Klasse, verstehen Sie? Dann entscheidet man selbst über seine Klasse.« Bill war bereits im Begriff gewesen, eine Entschuldigung zu murmeln und das Penthouse zu verlassen, doch Ryans Bemerkung ließ ihn innehalten. Der Mann hatte etwas in Worte gefasst, an das auch Bill fest glaubte. »Da kann ich Ihnen nur recht geben, Sir«, stieß er hervor. »Darum bin ich nach Amerika gekommen. Hier kann jeder aufsteigen. Bis ganz an die Spitze.« Ryan schnaubte skeptisch. »Ja und nein. Viele Leute haben nicht das Zeug dazu. Entscheidend ist nicht die Klasse oder die Rasse oder die Religion, in die wir hineingeboren wurden. Es ist etwas im Inneren eines Menschen, und ich denke, Sie haben dieses Etwas. Sie sind unabhängig, ein echtes Individuum. Wir werden uns noch einmal unterhalten, Sie und ich.« Bill verabschiedete sich mit einem höflichen Nicken. Nicht einen Augenblick lang glaubte er, dass er noch einmal von Ryan hören würde. Vermutlich hatte der reiche Bonze sich nur in den Kopf gesetzt, einen Plausch mit dem kleinen Mann zu halten, sich einem armen Schlucker gegenüber gönnerhaft zu geben, um sich selbst zu beweisen, wie gerecht und nett er sein konnte. Bill ging noch kurz in die anderen Badezimmer zu Pablo und Roy, bevor er wieder in die Lobby hinunterfuhr und sich auf den Weg machte. Es war eine interessante Begegnung gewesen, eine Geschichte, die man im Pub erzählen konnte, nur dass kaum jemand sie ihm abnehmen würde. »Andrew Ryan? Mit wem stehst du denn sonst noch auf Du und Du? Howard Hutch? Und William Randolph? Hearst? Ist dann bestimmt auch ein Kumpel von dir.« Am nächsten Morgen erwachte Bill McDonalds mit leichten Kopfschmerzen
und so stand er bereitwillig auf, als das Telefon zu klingeln begann. Er hoffte auf Arbeit, denn um einen klaren Kopf zu bekommen, war nichts besser, als ein wenig zu schwitzen. »Ist das Bill McDonald?« erkundigte sich eine schroffe Stimme, die Bill nicht kannte. »Genau der. Mein Name ist Sullivan. Ich arbeite als Sicherheitschef für Andrew Ryan.« »Sicherheit? Was behauptet der Kerl, dass ich getan habe? Hören Sie, Kumpel, ich bin kein...« »Nein, nein, Sie verstehen mich falsch. Er hat mich lediglich beauftragt, Sie ausfindig zu machen. Mr. Schinowski wollte uns Ihre Nummer nicht geben. Er behauptete, er habe sie verloren. Wollte wohl selbst die Stelle. Daher musste ich mich an Ihre Freunde bei der Telefongesellschaft wenden.« »Welche Stelle?« »Nun, wenn Sie Interesse haben, würde Andrew Ryan Ihnen gerne eine Stelle als Bauingenieur anbieten. Sie müssten jedoch sofort anfangen.«